BV Kloppenburg, SSSV Jeddelo. Ein Spiel zwischen ein Abstiegskandidat BV Kloppenburg, leider, und ein Aufstiegs- und Meisterschaftskandidat SSSV Jeddelo. Doch war die erste kleine Chance für der BVC. Der Tabellenführer SSV Jeddelo versteht das Umschaltspiel und ist damit immer gefährlich. Das Kloppenburger Stadion war wieder mal herrlich gefüllt. 513 Zuschauer, doch viele davon aus der Gemeinde Edelwecht im Landkreis Ammerland. Es war schönes Frühlingswetter und es wurde auch ein ansehnliches Spiel. Julian Kersting spielt auf Lukas Ostermann. Das macht er sehr gut. Und dann wartete viel zu lang. Auch Jeddelo bekam den Ball nicht weg und blieb es gefährlich. Und dieser Schuss von David Niemeyer verfehlt das Tor nur knapp. Und dann wieder so schnelle Umschaltung von Jeddelo und Mike Gunders verschätzt sich. Julian Bernhard, Dietrich Bangmann kann retten, doch Nachschuss und das 0:1. Die Mannschaft aus Ammerland führt mit ein bisschen Glück mit 1:0. Torschütze war Michael Canizales. Das Spiel war manchmal ruppig. Der Schiedsrichter zog 7-mal die gelbe Karte, 5-mal für BVC und 2-mal für Jeddelo. Hier das nächste Foul. Freistoß Christian Dücker. Und knapp am Tor vorbeigeköpft, Lukas Ostermann. Dann wieder Jeddelo, so ging das Spiel hin und her. Vorlage Kevin Ottmar, sein Einsatz wird geblockt. Neue Chance, es bleibt gefährlich. Und zuletzt Dietrich Bangmar. Marius Krumland, Vorlage, gefährlich, Latte. Es war ein Kopfball von Benny Bungo. Das war der Pech, den man hat, wenn man unter drin steht. Ruppigkeiten hin und her. Alles unnötig. Zwei gelbe Karten für Julian Bernhard und Leon Demay. Janik Jacobs. Vorlage und Stürmerfall. Foulspiel Leon Demay und der hat schon gelb. Der Schiedsrichter ließ es bei einem Freistoß. Malte Müller auf Kevin Ottmar. Dietrich Bagmar verschätzt sich. Schiedsrichter pfeift für Foul. An der 44. Minute, Leon Demay wird gewechselt, um dass er gelb-rot gefährdet war. Gut, kann ich was für sagen, doch in der 44. Minute tut man das eigentlich nie mehr. Jeder, der selber gefußballt hat, weiß, dass sich das anfühlt als eine Erniedrigung. Und jetzt gelb für Kevin Ottmar und auch der Bank wird zugesprochen. Und dann ist es Halbzeit. Man hatte ein intensives Fußballspiel gesehen mit einer etwas glücklichen Führung für Jeddelo. 1:0. In der zweiten Halbzeit ging der BVC gleich auf der Jagd nach dem Ausgleich. Und gleich im ersten Angriff hatte der BVC fast Erfolg. Einwurf Christian Dücker, eingewechselte Colin Heinz und toller Schuss, tolle Rettung von Marco Maas. Dann wieder Jeddelo. Foulspiel gesehen, Benny Bungo, gelb. Oh.
Freistoß Kevin Ottmar, guter Schuss, gut gehalten, Dietrich Bangmann. Dann Freistoß Christian Dücker. Und wieder ein Kopfball von Benny Bungo, diesmal nicht auf die Latte, aber auch nicht ins Tor, also am Tor vorbei. Jadlow. Und aufgepasst, hier passiert eigentlich nichts. Viel zu schwer gestraft. 11 Meter für SSV Jadlow. Malte Müller. Und Dietrich Bangmar. Tolle Reaktion. Es blieb 1:0 für Jadlow. Dann der BV Kloppenburg in Angriff. Kein Foulspiel gepfiffen. Und dann pfeift der Foulspiel. Und sogar gelb. Der Schiedsrichter pfiff ein bisschen unglückliches Spiel und war ziemlich inkonsequent. Auch bei es geben von gelben Karten. Colin 1, Vorlage. Harmlos. Mario Fredhorst. Julian Harris. Legt den Ball zurück auf Malte Müller. Schuss. Verlängert. 0:2. Julian Bennert. Es sah nach Abseits aus, aber es war es nicht. Das sehen wir auch in Zeitlupe. Beim Moment vom Ballabspiel stand er nicht in Abseits. Und das war die Entscheidung, 17 Minuten vor Zeit. Benny Bungo, voll auf der Fuß, das wäre gelb gewesen und also gelb-rot. Der Schiedsrichter lässt es bei, ein Freistoß, auch wieder inkonsequent gepfiffen, das hätte Platzverweis geben müssen. Der eingewechselte Thomas Selig. Gut gespielt von Mario Fredhorst. Dietrich Bangmar ist eher am Ball. Vorlage Colin Heinz. Benny Bungo unter der Ball durch. Und dann ist es vorbei. Ein verdienter Sieg SSV Jadlow, um das effizient waren. Der BV Kloppenburg hat gar nicht so schlecht gespielt, aber bleibt mit 0 Punkten aus diesem Spiel unter der Strich, also in Abstiegsgefahr. Wir sehen jetzt auf der Pressekonferenz. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir begrüßen unseren Gästetrainer, Herrn Schuhknecht. Guten Abend. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. So eine Scheiße auch. So läuft das dann. Ne? So, ein paar Worte zum Spiel bitte. Ja, also für uns war nichts Neues, dass da heute, was hier heute abgeht, dass wir tiefer Boden. Ich habe tausendmal gesagt in der Hinrunde schon im Pokalspiel, beziehungsweise im Pokalspiel war es noch zu früh, dass einfach der BVC nicht eine Mannschaft ist, die dritte Letzte normalerweise ist. Ne? Die hat Ergebniskrise oder was auch immer, was man nennen kann. 11 Niederlagen heißt aber auch 11 Unentschieden heißt natürlich auch dann 11 Mal nicht verloren. Und da musst du erstmal gegen an. Körperlich vorne mit Ostermann natürlich, ist natürlich eine Wucht. Schwer bespielbarer Rasen. Ja, und das ist dann kommt einer, kommt ein Verein, der wirklich mit dem Rücken zur Wand steht im Moment. Ja, und dann musst du dann gegenhalten. Ne? Und das war erste Halbzeit. Haben wir wirklich das 1-0 in die Halbzeit gerettet. War wirklich glücklich, muss man sagen. Das hat ja jeder gesehen hier im Stadion. Haben uns dann in der zweiten Halbzeit aber wirklich stabilisiert und hinten raus lief es bei uns einfach besser. Und die Bemühungen vom BVC wurden halt auch ja, ein bisschen weniger, sag ich mal. Wenn wir den einen oder anderen Konter vielleicht ein bisschen besser ausfallen. Aber es wäre wirklich vom Spiel gesehen her auch wirklich viel zu hoch da gewesen, ne? Wenn wir noch einen abgeschlossen hätten. Ja, vielen Dank. Ja, Steffen, wie immer, wir spielen gut, dann kriegen wir einen. Ja, leider ist das so. Wir haben erste Halbzeit das gegen diese Spitzenmannschaft richtig gut gemacht. Wir waren
in der Anfangsphase, wie das öfteren schon diese Saison, gut im Spiel. Wir hatten auch gute Einschussmöglichkeiten, aber machen das Tor nicht und kriegen dann aus dem Nichts kriegen wir dann das Tor. Wir haben, sag ich mal, hinten kaum Fehler gemacht, aber einen Fehler haben wir gemacht, der wurde dann gleich bestraft zum Tor. Und dann haben wir erste Halbzeit weiterhin gut gespielt, zweite Halbzeit, klar war es dann schon so, dass wir uns schwer getan haben. Wir haben kaum noch über die Flügel gespielt, haben uns nicht durchsetzen können, waren nicht mehr so zwingend die erste Halbzeit. Aber wir haben natürlich auch gesehen, dass wir gegen eine Spitzenmannschaft gespielt haben, die hinten keine Fehler gemacht haben, überhaupt keine Fehler, die haben ganz einfachen Fußball gespielt, aber keine Fehler gemacht. Und mit der 1-0-Führung war es natürlich auch etwas einfacher. Und nach dem 2-0 war das Spiel eigentlich gelaufen, weil wir nicht mehr die spielerischen Mittel hatten. Und ich denke, dass dann auch ein bisschen die Überzeugung gefehlt hat, dieses Spiel dann nochmal zu sehen. Nochmal ein Hinweis für die Presse, das Spiel sahen heute 513 Zuschauer. Dann können wir die PK beschließen. Wir wünschen dem SV Jedlo einen Aufstieg. Schönen Dank. Ne? Und wir hoffen, dass wir drin bleiben. Und nächstes Jahr greifen wir mal an und dann sehen wir uns in der Regionalliga wieder. Dankeschön. Guten Heimweg.